Ich hoffe wirklich, dass diese Geschichte niemals endet. Denn es geht heute wieder um die Band Anchor. Wir sind bereits bei Kapitel 6 angelangt und ich muss wirklich sagen, das ist für mich der beste Song dieser Band. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welches Kapitel ihr am besten findet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis dann. Jetzt kommen wir zu der Band Anchor. Ich habe ja bereits 2 Videos auf YouTube hochgeladen. Ich meine, wir haben 3 oder 4 Songs von der Band schon ausgecheckt. Und hab dann im Nachhinein erst, ne, verstanden, realisiert, dass das halt eine Geschichte ist, die halt, ne, sag ich mal, gespielt, gesungen wird. Ne? Jetzt sind wir bei Chapter 6 mit Embers. Und die spielen in 2 Monaten bei mir hier in Aachen. Und ich freue mich, ich gehe da auf jeden Fall hin, weil die mich sehr, sehr überzeugt haben und echt eine geile Band sind. Deswegen würde ich sagen, wir gehen rein. Und let's go. Embers von Anchor, Chapter 6. Oh. Schönes Klavier, schöne Melodie. Okay, also fängt schon mal sehr gut an. Ich will das nochmal hören. Weil ich mag dieses Klavier. Danach wird es so, und dann so ein bisschen so diesen Electro-Industrial-Teil mit Metal gepaart. Richtig cool. Richtig cooler Start. Ich finde das direkt wieder so gut, weil ich kann mich nämlich noch sehr gut dran erinnern, weil mich das halt irgendwie so, ja, ich kann mich halt richtig gut dran erinnern, weil mich das so gepackt hat. Ich finde, sie ist wirklich eine Wahnsinnsfrau, ne? Also wirklich auch eine Wahnsinnssängerin. So, du hast wirklich hier diesen Part, da hast du nur die Drums im Hintergrund, so im Background, so ein bisschen so leichte, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ne? So ein bisschen Klavier, ne? So ein bisschen noch andere Instrumentals. Und dann kommt ihre Stimme und ich finde diese Stimme, die ist so klar. Sie hat so eine klare Stimme und das füllt halt einfach irgendwie, das füllt deine Kopfhörer. So, du hast diese Stimme und denkst dir so, wow, krass, richtig, richtig gut. Wow. Oh mein Gott, Chat. Ich finde den Refrain super. Also erstmal alleine, du hast halt richtig schöne Shouts von ihr. Richtig schöne Shouts von ihr. Und dann kommt nochmal dieser Clean-Gesang. Und ich meine, sie hat ja sowieso eine sehr, sehr schöne Stimme. Wirklich, ich finde die Stimme super. Die klingt so toll einfach. Und dann auch diese Melodien, die sie singt, ne? Oh, das ist so. Oh, das. Ah, schön. Es ist wunderschön. Oh,
mein Gott, das ist geil. Ey, ich weiß, dass viele sowas ja nicht feiern, aber ihr wisst ja, was ich ja für eine Musik auch gerne höre, neben dem Metal. Sondern halt wirklich so diese ganzen 80er, 90er, ne, so diese ganzen Eurodance-Sachen und so weiter. Und das gibt mir gerade nochmal so eine richtig gute Laune. Weißt du, du kriegst so einen geilen Refrain, wo du denkst dir so, boah, ey, dieser Refrain macht dich schon extrem glücklich. Und dann hauen die nochmal so ein Part raus, wo du einfach denkst, so, boah, geil, lass mal Party machen. Oh, ich freue mich auf die Live-Show. Ich freue mich so auf diese Show, weil ich glaube, das wird echt Spaß machen. Es ist so gut, ey. Und das ist auch so krass, ne? So auch teilweise so im Video ist es ja so, wenn sie, sag ich mal, so ihre Clean Vocals macht, ne, ist sie halt teilweise in einem weißen Kleid. Und wenn sie mit ihren Shouts kommt, ist sie in einem schwarzen Kleid. So ein kleines Gimmick, ne? Nicht immer, aber finde ich ganz cool. Aber ich finde es auch wirklich faszinierend, so wie facettenreich sie einfach ist, ne? So, du hast auf der einen Seite halt wirklich so diese Shouts, wo du dir denkst, so, boah, was eine krasse Stimme. Und dann kommt sie dann mit dieser klaren, weichen, unschuldigen Stimme und denkst dir nur so, Wahnsinn. Also, die Frau ist toll. Die ist toll. Aber die ganze Band natürlich. Die ganze Band ist wirklich super. Ich will den Refrain nochmal an, es tut mir wirklich leid, aber ich glaube, das ist bislang der beste Refrain für mich, den ich von denen gehört habe. Wirklich, so gut. Auch einfach so, du hast halt in diesem Refrain dann zwei verschiedene, ne, Rhythmen und ich finde es irgendwie so geil, wie sie die Wörter irgendwie ausspricht. Ich finde so wirklich ihre, so wie die halt wirklich einfach ausspricht. Und diese Artikulation finde ich so geil. Auch dieses Said, ne, das klingt einfach gut. Die Said, ne, es klingt geil. Es klingt gut, so. Es ist so eine Kleinigkeit und ich denke mir so, boah, mega, mega gut. Auch dieses Leid sagt ihr auch, glaube ich, gleich. Super. Dieser Rhythmenwechsel. Wirklich, also ich hab's schon gesagt, aber ich
Ich freue mich, wenn ich diesen Song live höre, also live höre. Ich werde da so abgehen, wirklich. Ich werde da so abgehen. Es ist so gut. Es ist so gut. Oh mein Gott, Hilfe. Also super. Super geil. Super schön gesungen. Schön. Wirklich schön. Also, ich kann es nach dem ersten Hören sofort sagen, ist für mich bislang der beste Anchor-Song. Obwohl, also, ne, ich fand jeden Song super. Weiß auch gar nicht, warum eigentlich nicht zu jedem einzelnen Chapter ein Video kam. So, weiß ich selber nicht. Kann ich mir selbst nicht beantworten. Aber ich muss sagen, wirklich Chapter 6, ne, Embers ist für mich echt der beste Song bislang von denen. Also wirklich, das ist so. Ich finde, sie ist einfach wirklich Hammer. Sie ist einfach wirklich Hammer. So, die hat eine sehr, sehr schöne, klare Stimme. So, die füllt halt alles irgendwie so. Und also die füllt so einen kompletten Raum mit ihrer clean Gesangsstimme, ne? Ja, clean Gesangsstimme, ja. Also mit ihrem clean Gesang. Und dann kommen auf einmal noch die Shouts und die Shouts auch richtig, richtig gut. Weil teilweise hast du so, wo du denkst so, oh, ne, lass das lieber, aber bei ihr super. Also die hat so eine gute Stimme, sowohl als, also im clean Gesang als auch im Shouting. Und ja, wie ich schon gesagt habe, diese ganzen verschiedenen Melodien, die sie gesungen hat, vor allem halt im Refrain, ne? Also der Refrain. Boah, der hat mich richtig mitgenommen. Also landet heute safe schon direkt in der Playlist. Werde ich morgen bestimmt also auf dem Weg zur Arbeit hören, damit ich gute Laune bekomme. Weil wirklich auch diese Elektropartys. Das ist mega. Mega gut. Also ich finde, das ist so ein geiler Mix und das ist so perfekt irgendwie zusammengesetzt. So, du hast halt keinen Part irgendwie, der zu lang war, keinen Part, der irgendwie zu kurz war. Und das war halt einfach stimmig. So, ey, ohne Mist, ich hoffe, diese Chapter, diese Geschichte, die endet bei der Band niemals.